Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Ja, der Mario ist wieder da. Ich war ja beim letzten Mal wieder bei ihm. Wir haben uns unterhalten. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Dass ich wiederkommen darf. Bitte nicht mir danken. Also es gab unter allen Kommentaren zwei Personen, die haben gesagt, ja, komm, lad nochmal ein, gib ihm halt nochmal eine Chance hier in den TikTok-Studios. Deswegen sehr, sehr gerne. Letzten Monat unterhielten wir uns über die richtige Uhr zum richtigen Outfit im richtigen Job. Heute haben wir ein Thema, du durftest dir was wählen. Deswegen überlasse ich dir direkt das Wort und werde dir mehrfach auch in selbiges fallen, wenn du mal nochmal etwas erzählst, was mach. So kennen wir dich. Ja, Bernd. Halt! Wir haben was vergessen. Ja, wir haben was vergessen. Ich habe doch so ein schönes Intro gebastelt. Da muss doch erst immer bei mir das Intro kommen und dann darfst du was sagen. Mats ich ab. Auch, weil Mats ab. Fünf zu zwei unentschieden für mich. Jetzt ist Mario dran, ich übergebe dir das Wort zu einem deiner absoluten Lieblingsthemen, bei dem ich zuerst gedacht habe, wo, mal gucken. Nee, weil das Thema, über was wir jetzt reden, ist, glaube ich, eins, welches wir kontrovers diskutieren können, weil es wird auch, es gibt zwei Lager bei uns in der Uhrenszene, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich würde mich als jemand dazwischen bezeichnen, der beide Lager verstehen kann, aber ich habe natürlich auch ich vertrete ja in diesem Talk eine Seite, und zwar die Pro-Seite. Es geht um das Thema Quarz versus mechanisch. Was ist die bessere Technik? Darf man Quarzuhren als Uhrensammler tragen? Doch bevor wir vielleicht ins Thema einsteigen, eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen, nämlich, ich glaube, wir sollten einen Wristcheck machen. Vorab. Okay. Weil es geht nämlich auch bei der Uhr, die ich gewählt habe. Wir schalten die Kamera direkt mal um. Mario. Guck mal, welche wunderschöne Uhr ich hier gewählt habe. Das weiß ich nicht, du wackelst zu sehr. Warte mal, ich guck mal, dass wir das hinkriegen. Ui. Fällt dir was auf? Ui. Ja, fällt dir was auf? Was soll mir denn auffallen? Das ist eine Omega Seamaster. Achso, ich habe gedacht, die helle Hände. Ein bisschen mehr Sonne. Ja, nee, super. Eine der Uhren, die ich persönlich sehr, sehr mag. Eine AT, eine Aquaterra. Und die ist Quarz. Guck mal, ja, der Zeiger. Der bewegt sich tickend. Das ist eine Quarzuhr. Ganz herzlichen Dank für die Erklärung. Auch wie er das mir als absolutem Uhrenlein erklärt hat, finde ich eine wunderschöne Geschichte. So, möchtest du deine Uhr schon zeigen oder sollen wir die nachher noch im Laufe des... Die zeige ich nachher. Ich verstecke die immer hinter dem Wasserglas, wie ich gerade sehe. Aber ich möchte sie schon zeigen und die Freaks unter meinen, also die absoluten Uhrenkenner unter meinen Zuschauern, und das dürften ungefähr 99% sein, die werden schon erkannt haben, was es ist. Es passt aber zum heutigen Thema. Nein, aber du bist... Ich möchte vorab noch mal eins ganz kurz sagen. Wir werden, glaube ich, du wirst überrascht sein, dass ich teilweise auch auf deine Position einschwenke. Denn ja, Quarz ist ein kontroverses Thema, aber ein sehr spannendes. Wir fangen einfach mal an. Lass uns mal anfangen mit den Thesen. Ich habe eine These aufgeschrieben, die auch gerne von der Pro-Quarz-Gruppe in den Vordergrund gebracht wird, nämlich Quarz haben die überlegene Technik in Bezug auf die Robustheit einer Uhr, in Bezug auf die Ganggenauigkeit. Und dem würde ich sehr stark zustimmen. Quarz ist in vielen Fällen die bessere Uhr. Ich habe hier mal ein Modell. Ich zeige es nochmal. Was unter Uhrenliebhabern auch sehr wertgeschätzt wird. Und zwar ist das eine Casio G-Shock. Eine Uhr, die relativ günstig ist. Und eigentlich einfach richtig rum. Achso, ja, für die Zuschauer, ne? So? Ja, so ein ganz klein bisschen machen wir es auch für die Zuschauer. So, ja, guck mal hier. Das ist eine Casio G-Shock. Die Uhr ist nicht teuer. Ja? Kriegst was kostet sowas? Ja, 100, 120 Euro. Okay. In dem Bereich geht's los. Und diese Uhr steht für genau das, was wir eigentlich von Uhren, die im Quarzbereich sind, erwarten. Sie ist sehr ganggenau, sie ist zuverlässig, sie ist robust, kann überall eingesetzt werden. Sie ist wasserdicht, ist extrem praktisch und sie hält Schocks aus. Bei dieser Uhr war es so, der Entwickler dieser Uhr, der hat eine Geschichte erzählt. Und zwar hatte er mal die Uhr... Oder war es der Herr Schock? Das ist ein japanischer Name, den ich jetzt aber nicht mehr zusammenkriege. Der hat die Uhr seines Vaters mal gehabt und die ist ihm runtergefallen.
Und das war eine mechanische Uhr und die sind alle Teile zersprungen. Und als er das gesehen hatte, hat er gedacht, es muss doch möglich sein, eine Uhr zu kreieren, die so robust ist, dass du mit ihr alles machen kannst. Die auf den Boden fällt, die nicht kaputt geht, die du beim Holzhacken tragen kannst, überall. Und hat dann lange Jahre drüber nachgedacht und war dann als Entwicklungschef verantwortlich bei Casio für diesen Bereich und kam dann auf die zündende Idee, ein Quarzuhrwerk zu nehmen und das in eine Art Kissen einzusetzen, was Schock absorbiert. Wie ein Flummi muss man sich das vorstellen. Okay, ja. Und hat dann diese Uhr gebaut und das hat dann insgesamt 200 Versuche gebraucht. Der hat dann immer aus dem vierten Stock des Casio-Gebäudes in Tokio die Uhren aus dem Fenster rausgeschmissen. Die sind dann unten auf den Boden aufgekommen und sind dann in der Regel auch kaputt gegangen und zerschellt. Und irgendwann hat er die perfekte Konstruktion für diese G-Shock entwickelt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Quarz in der Praxis, wenn wir mal wirklich rein fachlich, sachlich das Ganze betrachten, eigentlich die bessere Uhr ist als eine klassische mechanische Uhr. Zum Thema Ganggenauigkeit vielleicht auch nochmal ein Punkt. Mhm. Eine mechanische Uhr, wenn die am Tag 10 bis 15 Sekunden Abweichung hat, plus oder minus, ist das vollkommen in Ordnung. Ist okay, absolut. Wenn es kein Chronometer ist. Genau. Ja. Bei dieser Uhr hast du auch 10 bis 15 Sekunden Abweichung, aber im Monat. Mhm. So, jetzt kommst du. Nee, ich bin schon da. Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ein Witz, den ich vorhin schon machen musste. Man verzeihe mir, dass ich jetzt ein einziges Mal bei dieser Sendung humorig bin. Wir schauen uns das mal an, was der Mario alles hier liegen hat. Lauter schwarze Uhren. Und ich konnte mir nicht verkneifen, ihn zu fragen, ob er doch als Finanzexperte es sich erlauben kann, Uhren immer nur schwarz zu kaufen. Ich halte es da wie Henry Ford, ne? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, einer von uns beiden redet zu viel, aber man weiß leider nie wer. Nee, der hat, glaube ich, gesagt, es ging um das T-Modell. Du kannst das Auto in jeder Farbe haben. Hauptsache schwarz. Hauptsache schwarz. Genau. Wie Ferrari. Hauptsache schwarz. Das ist das Ding. Aber die Uhren, ja, die haben, weiß ich, warum die schwarz sind, ist halt dieser Kunststoff. Ne, die gibt es aber in mehreren Farben. Ja, die gibt's das auch. Modell ist jetzt, also die Uhr, die du jetzt hier in Händen hast, ist wie alt ungefähr? Die ist relativ neu. Die habe ich mir erst im letzten Jahr gekauft. Kann es sein, einfach mal so als Frage, ich meine, ich bin in dem Thema überhaupt nicht drin, aber dass im Moment Casio mit G-Shock extrem viel Gas gibt bei den Content-Creatern, Influencern, wie wir sie so nennen, weil ich sehe doch im Moment sehr, sehr, sehr viel Casio, eigene Casio-Boutiquen, das meine ich übrigens als vollkommen wertneutral und ich finde es natürlich auch gut, weil das Marketing, was sie da machen, richtig gut ist. Aber die geben doch irgendwie nochmal richtig Gas, weil vor 5 Jahren hat kein Mensch eine Casio gehabt. Ich habe selbst eine Casio besessen, die habe ich mal auf die Jagd mitgenommen, so einen riesen Trümmer am Handgelenk, da konnte man die Temperatur und die Wettervorhersage und wahrscheinlich konnte man auch damit Elefanten fangen, keine Ahnung. Aber so als ernstzunehmende Uhr und nicht nur als Tool war es doch gar nicht so das Thema. In der Zwischenzeit nochmal sehr, sehr uhrenmäßig unterwegs. Das stimmt. Also es gibt einige Kollegen von uns, die sich dem Thema hauptsächlich auch widmen, ihren Schwerpunkt drauf haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Trend ist, der erst in den letzten Jahren entstanden ist. Also ich kenne auch viele Uhrenliebhaber, die eigentlich nur mechanische Uhren tragen. Die sagen, aber eine G-Shock habe ich trotzdem auf jeden Fall immer in der Schublade. Wenn ich rausgehe und ich hacke Holz oder ich bin im Garten beschäftigt, dann nehme ich nicht meine schöne Rolex ans Handgelenk oder meine Seiko oder was weiß ich welche Uhr, sondern dann kommt ein Arbeitstier, nämlich eine richtige Toolwatch, die ja auch im Militärischen eingesetzt wird. Ja. Quarz hat gewisse Vorteile, ist halt nicht empfindlich, was jetzt zum Beispiel Schläge angeht, die kann das eher ab als eine mechanische Uhr. Bei einer mechanischen Uhr hast du das halt nicht, da musst du halt eher drauf aufpassen. Quarz hat eher die Empfindlichkeit bei Temperaturen. Da ist die Gangabweichung. Wegen der Frequenz, genau. Ja, wegen den Quarzen selber. Das ist, glaube ich, zumindest. Du hast mich gefragt, haben die Uhren eine Seele, haben die bessere Technik letztendlich? Also sie haben auf jeden Fall die modernere Technik drin, da können wir sagen. Weil seit ein paar hundert Jahren werden mechanische Uhren gebaut mit all ihrer Anfälligkeit zu alledem, was ist. Natürlich teilweise noch wesentlich filigraner, die Grand Complication, die dann hunderte von Teilen drin haben, das haben wir hier natürlich nicht. Ob es jetzt die überlegene Technik ist, ja. Im Punkto Ganggenauigkeit, ja.
aber da kommt nochmal die Geschichte, auf die wir vielleicht auch nachher nochmal kommen, ist es auch wirklich die erotischere Uhr? Also ist es wirklich die, die eine Seele hat, die, die mir gefällt? Will ich das unbedingt haben oder ist es nur ein Tool? Also das war ja auch die Diskussion bei einem meiner Videos, als ich dann gesagt habe, pass auf, wir haben, glaube ich, auch drüber gesprochen. Wenn ich eine Uhr trage, finde ich persönlich es immer sehr, sehr grenzwertig. Auf der einen Seite eine tolle mechanische Uhr zu tragen. Auf der anderen Seite habe ich dann eine Smartwatch und die neue Apple Watch und renne dann da mit zwei Dingen rum. Dann haben mich viele Leute fast gesteinigt und haben gesagt, Moment, das eine ist eine Uhr, weil ich die liebe und das andere, damit kann ich dann meinen Puls messen. Puls messen kann ich in der Zwischenzeit auch mit solchen Fitbit-Ringen. Also da muss ich keine Uhr anziehen. Und nur um von meinem Handy und dem Telefonanrufen belästigt zu werden, brauche ich das nicht. Ist es also nicht eigentlich irgendwo ein Anachronismus? Brauche ich das noch? Oder kann ich in der Zwischenzeit auch zum Beispiel eine Smartwatch eigentlich anziehen, um all das zu haben, die ja auch einiges aushält? Ich glaube, das geht fast zu weit, diese Diskussion, weil da könnte man sich die Frage stellen, brauche ich eine Smartwatch, wenn ich eine G-Shock habe? Ne? Also wenn diese ganzen Funktionen hier drin wären, würde ich eher dieses Modell tragen. Ja, aber sie sind noch nicht drin. Nee, sie sind nicht. Warum sind die nicht drin? Ist das nicht der Trend, der demnächst kommen wird? Dass dann, das könnte sein. Vielleicht hinten noch irgendwie eine Art Sensor, der irgendwie Puls messen kann und solche Geschichten. Dürfte ja keinerlei Problem sein, weil die Technik ist ja absolut ausgereift und in der Zwischenzeit sehr, sehr einfach, sodass man nur noch eine Uhr tragen würde. Frage, diese Uhr, du hast sie dir gekauft oder die anderen, die da liegen, sind das Uhren, die du auch im Alltäglichen trägst? Die trage ich wirklich, wenn ich draußen beim Wandern trage. Also auch hier in deinem Anzug, den du extra für mich angezogen hast? Also ihr wisst ja auch oder du weißt es ja auch, ich bin Fan, ich liebe ganz viele verschiedene Uhren, von günstig bis teuer. Da trage ich in der Regel eher solche Uhren, wie zum Beispiel hier meine Aquaterra, wenn ich als Quarzuhr mit einer Quarzuhr unterwegs sein will. Für mich ist eine Quarzuhr eine Schnell-Dran-und-Los-Uhr, sage ich gerne dazu. Wenn es morgens wirklich schnell gehen soll, dann greife ich gerne mal zu einer Uhr. Wenn ich keine Zeit habe, die neu einzustellen, bin spät dran, greife ich sehr gerne zu dieser Uhr, weil ich die unfassbar schön finde. Mhm. Das Gehäuse finde ich absolut traumhaft. Die Größe das passt ist wunderbar. 38, 39? Die müsste, ich glaube, 38 müsste die haben. Ne? Oder 38,5 in dem Dreh, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber diese Uhr kleidet. Sieht ja, richtig klar, gut absolut, aus. Toll. Wenn jetzt noch der Zeiger sich in der richtigen Geschwindigkeit bewegen würde, der Sekundenzeiger, dann wäre sie perfekt. Aber deswegen nutze ich ganz gerne auch meine Quarzuhr, wie hier. Aber das ist ja jetzt auch so ein Ding. Also da muss ich jetzt nochmal einhaken. Wenn es wirklich daran hängt, die Uhr ist super, aber der Zeiger, ich meine, der Zeiger bewirkt sich eigentlich dafür, dass ein Toolwatch ist und ich exakt Sekunden messen möchte, ist natürlich ein Zeiger, der springt, tak, 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 ja, eigentlich besser als ein Zeiger, der immer schön rund läuft. Wo ist der Unterschied? Jetzt guck dir die Uhr mal genau an und schau mal, ob der Zeiger überhaupt die Indizes trifft. Das ist leider nicht der Fall. Heil! Ja. Hat man bei vielen Quarzuhren, also das muss ich etwas älter sind. Ich versuch's mal zu zeigen. So, jetzt gucken wir mal, dass ich sie einigermaßen gerade halte. Und dann sieht man, dass er wirklich bei einigen Indizes voll daneben haut. Ja. Und das ist wohl nicht einfach reparierbar. Das kann es vielleicht daran liegen, dass du dir diese Uhr bei deinem letzten Türkei-Urlaub für $23,35 in Antalya am Strand gekauft hast? Nein, weil ich habe die aus privater Hand. Von einem Freund, der in Antalya in Urlaub war und sich dort eine Quarzuhr gekauft hat. Nein, das ist schon wirklich ein echtes, originales Modell. Ich finde diese Uhr wirklich toll. Die hat ein tolles Zifferblatt, die hat ein tolles Armband. Aquaterra liebe ich sehr. Bis auf die Schließe, die ist eine Vollkatastrophe. Das Schließen der Schließe ist sehr, sehr, schreibt sich sogar fast, ne? Das ist keine Wiederholung. Es ist hier mit diesem komischen Mechanismus. Zeig's nochmal. Größer. Dieser Mechanismus ist wirklich nicht praktikabel. Wenn man die Uhr etwas enger am Handgelenk trägt, dann muss man halt hier diesen Bügel reinschieben und dann gibt es da diese Nase und man muss in diese vorgesehene Öffnung hinein. Das sieht einfach aus, aber wenn das unter Spannung steht, ja, dann ist das manchmal echt ein Graus, dass es klappt. Jetzt klappt es. Ja. Aber jetzt ganz ehrlich, mal eine Frage. Zieh mal bitte gerade die Uhr aus. Wir weichen vom Thema ab, aber ab und zu haben wir das, weil jetzt müssen wir was sagen. Das hier kenne ich natürlich auch, diese Anziehhilfe. Aber bei den Uhren, die ich mit solchen Anziehhilfen besitze, war es immer so, dass dann Federmechanismus drin ist. Heißt also, dass
dass zum Anziehen ich es rausgezogen habe, um breiter ans Handgelenk zu kommen, es sich dann aber direkt nochmal automatisch zurückgezogen hat, damit das funktioniert. Kann das sein, dass hier der Mechanismus... Das könnte auch sein. Also ich habe die so bekommen, aber ich wüsste gar nicht, wo da ein Federmechanismus sein sollte. Du aber weißt noch, von wem du die privat gekauft hast, der damals in Antalya im Urlaub war und hat... Der guckt bestimmt auch zu. Oh, dann kann ich mal vorstellen, von wem das war. Das wird jetzt nicht verraten. Also, das ist ein schönes Beispiel für eine Uhr, die man ans Handgelenk legt, wo man sofort losgehen kann, die Vorteile vereint. Diese Uhr, die G-Shock, das ist eine Uhr, die trage ich eher, wenn es wirklich hart zugeht. Also die trage ich öfter mal auf Wanderung, wenn ich Outdoor unterwegs bin. Aber du weißt ja, was jetzt passiert, gerade mit dieser Geschichte, wenn es morgens mal schnell gehen muss, trage ich diese Uhr. Jetzt stehen da unten übrigens Kanal abonnieren, auch den Kanal von Mario Lenke. Ich werde ihn unten natürlich verlinken. Schreibt es am besten in seinen Kanal rein. Also nicht in meinen. Hier, wir haben uns das aufgeteilt, hier die positiven Kommentare und einen Marios Kanal. Alles zu dem, was er da manchmal an dummem Zeug redet. Ist es nicht so, das werden jetzt ganz viele drunter schreiben, ja, das ist doch das Ritual am Morgen. Ja. Die 10 Sekunden, 20 Sekunden, lass es eine Minute sein, die möchte ich mir doch beibehalten, dass ich die Uhr anlege, sie vorher angucke, dran rumfummle. Die Frau ist schon lange im Bad oder weggegangen, die habe ich vergessen, wer wohnt da, aber meine Uhr, die muss ich mir morgens genau angucken und ich streichle sie, ich stelle sie ein, ich ziehe sie auf und erfreue mich an der Mechanik. Ja, das kann man, wenn man die Ruhe hat und die Muße, ich mag das ja auch, ich mache das ja gerne. Aber jetzt denke ich mal an Rolex, die GMT Master 2, Pepsi, GMT-Funktion. Bis da das Datum richtig eingestellt ist, da brauchst du ein bisschen Zeit. Du hast ja keine Datumschnellverstellung, sondern musst dir das Datum durch den GMT-Zeiger. Ja, also das dauert halt seine Wer Zeit. Wer braucht ein Datum? Ja, also wenn, dann möchte ich die Uhr auch richtig einstellen. Wir sind selbstständig, wir sind Influencer, steinreich durch diese Uhrenvideos, die wir machen. Ja. Bei uns ist doch wurscht, egal welcher Tag heute ist. Du erzählst wieder einen Quatsch heute, aber ist egal. Komm, lass uns mal wieder zurück zum Thema. Quarzuhren. Du hattest vorhin ein Stichwort schon gesagt. Ich würde gerne mal zur zweiten These kommen. Du hast einen Punkt angesprochen und den kann man wirklich trefflich diskutieren. Quarzuhren haben keine Seele. Nur mechanische Uhren lassen das Sammlerherz höher schlagen. Zum Thema Seele, jetzt, das klingt ein bisschen esoterisch, vielleicht sogar ein bisschen ja, mystisch. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Zu einer Uhr, und zwar zu dieser hier. Jetzt schalten wir mal wieder um. Das hier ist eine Casio, auch eine Casio, die F91W. Das hier war die erste Uhr, also nicht dieses Modell, aber das war die erste Uhr, die ich je in meinem Leben besessen habe. Ich zeige es ein bisschen genauer, du erzählst die Geschichte. Mein Vater hat mir damals, und ich war glaube ich so 6 bis 8 Jahre, muss ich alt gewesen sein, da gab es noch diese Quelle-Stores. Ja, genau. Quelle-Verkaufsgeschäfte, wo man halt alles Mögliche kaufen konnte. Und in dem Laden, wo mein Vater hingegangen ist, da gab es immer so einen großen Verkaufstresen mit einer Glasscheibe und innen drin lagen halt diese Uhren, die wurden dort reinsortiert. Und ich habe mich immer die Nase da platt gedrückt und fand immer diese Uhr damals gut. Ne? Als 8-, 9-jähriger LCD-Uhr, ja, modern, faszinierend, war immer fasziniert. Und irgendwann zieht der Verkäufer die Schublade zu sich raus, greift die Uhr raus und ich gucke mit großen Augen an, weil ich dachte, was macht er mit meiner Uhr, die ich eigentlich immer haben wollte. Ne? Und mein Vater hatte mir damals diese Uhr geschenkt. Und seitdem bin ich eigentlich infiziert von dieser Uhren-Thematik. Und es war dann so, dass ich mir von Casio, weil das Original ist dann irgendwann mal kaputt gegangen, verloren gegangen. Also diese Uhr aus meiner Kindheit habe ich leider nicht mehr, aber ich habe mir die dann mal wieder nachgekauft, weil die als Retro-Uhren ja rausgekommen sind. Und ich verbinde mit dieser Uhr halt unheimlich viel, nämlich die Geschichte, wie ich diese Uhr bekommen habe. Deswegen glaube ich, dass es gar nicht darauf ankommt, wie teuer eine Uhr ist. Eine Uhr kann eine Seele haben, wenn ich sie mit einer Geschichte, die mich emotional berührt, verbinde. Also
absolut d'accord, weil eine Uhr hat keine Seele wegen des Antriebs oder ist nicht emotionalisiert wegen des Antriebs, halte ich gar nichts davon. Ich weiß es von meinen Bloglesern, ich habe mal eine Umfrage gemacht, was sind eigentlich die Gründe, die Sammelgründe, nicht warum sie sammeln, sondern was sie sammeln. Mhm. Was fasziniert, die Technik oder was auch immer. Und mit großem Abstand, fast 50% aller Teilnehmer haben gesagt, wir sammeln nach Gefallen, weil uns eine Uhr gefällt. Und nun mal, das Werk ist innen und das Gefallen ist außen. Natürlich gibt es viele, die sagen, ich bin von der Mechanik fasziniert, deswegen auch die Glasböden. Ich will mir das angucken und da ist halt nichts drin, weil da angeblich nur eine Batterie drin ist. Gleich haben wir ja auch das eine oder andere Beispiel, wo es emotional sehr aufgeladen ist, wo es sehr toll wird. Aber daher, nee, das Argument zählt auch für mich nicht. Ich muss so eine Geschichte haben, dass ich genau diese Uhr möchte, auch in dieser Größe, die ja jetzt eigentlich eine Kinderuhrengröße ja. ist, aber trotzdem da faszinierend getragen werden kann. Und wenn ich eine Uhr, die wiegt nichts. Wenn ich eine Uhr kaufe wegen Gefallen, ist es sowieso vollkommen wurscht, egal was drin ist. Ja, also diese Uhr, das ist nichts Besonderes in dem Sinne, sondern die Geschichte macht sie für mich zu etwas Besonderem. Ja? Und sie verbindet oder erinnert mich immer an meine Kindheit, meine Jugend. Und wenn ich die jetzt an meinem Handgelenk sehe, die ist schon echt klein. Ne? Selbst an meinem Handgelenk sehr klein. Wirkt die sehr, sehr klein. Aber nochmal, was passiert, wenn man heute, weil du vorhin gesagt hast, zu so einem Anzug würde ich den nicht anziehen. Was passiert heute, was würde passieren oder ist dir schon mal über die Füße gelaufen, wenn man so etwas trägt? Wird man dann von dem Gegenüber anders angeguckt, im Sinne von, der trägt ja nur eine Quarzuhr oder hat er keine Ahnung von Mechanik, fällt es auf, ist es egal? Oder kann man heute wieder sehr lässig gerade so eine G-Shock oder eine andere Uhr tragen, weil dieses Modell, ich weiß nicht, ob du gleich noch drauf kommst, aber auch nochmal Casio, ich finde das natürlich auch, das war auch in meiner Jugend, also ich bin ein bisschen jünger als Mario, war das so eine Geschichte, die Taschenrechneruhr, das war damals eine absolute Sensation, bis hin zu, dass man die natürlich im Mathekurs nicht tragen durfte, weil Taschenrechner nicht erlaubt waren und weil die Sachen konnte, die selbst ich nicht konnte, also die einfachsten Rechenarten, das war schon richtig toll. Das ist doch heute eigentlich schon wieder kultig. Damit kann ich doch, ich sag mal so, wenn jetzt da ein großer CEO eines Unternehmens damit über die Bühne läuft, ich will gar nicht von Elon Musk reden, dann würden alle Leute sagen, jo, darf man nochmal, ist nochmal prima. Ich glaube, damit kann man ein Statement setzen. Wenn ich heutzutage so eine Uhr als eher ein Understatement, würde ich sagen. Ne? Dafür jetzt aber mal. Doch, also wenn ich als CEO eines Unternehmens diese Uhr trage, dann suggeriert das für mich, hey, der ist cool, der hat irgendwie einen gewissen Witz, der könnte sich garantiert die teuerste Uhr leisten, die es auf der Welt gibt. Vielleicht nicht ganz, aber in der Regel sind das ja Gutverdiener. Und er setzt trotzdem auf so eine Uhr. Das macht ihn doch nahbar, das macht ihn doch sympathisch. Schade, die Idee einer von uns. Die Idee ist uns im letzten Video gar nicht gekommen, genau auf dieses Thema einzugehen. Weil natürlich ist es so, dass der CEO in seinen CEO-Kreisen, da wo man natürlich erkennen kann, dass es eine A. Lange und Söhne ist oder irgendwas ganz, ganz ausgefallen ist, dass da der eine oder andere eher die Nase rümpft. Aber ich glaube schon, dass auch viele sagen würden, oh, das ist cool, hatte ich auch mal früher. Ja, ich habe mir die Uhr vielleicht gekauft. Ist wirklich nochmal ein tolles Statement, ja. Ich habe mir die Uhr gekauft, weil wir mal eine, ich bin großer Filmfan. Ich mag gut gemachte Filme. Und einer Filme meiner Kindheit, die ich hunderte von Mal gesehen habe, ist Zurück in die Zukunft mit Marty McFly. Mhm. Zurück in die Zukunft Teil 1. Und Marty McFly trug die Vorgänger dieser Uhr. Mhm. Das ist nämlich die Casio CA53W. Das Vorgängermodell sieht fast identisch aus, nur von den Drucken her ist ein bisschen anders. Aber sonst eigentlich identisch. Mhm. Und als großer Fan von Marty McFly muss ich natürlich auch diese Uhr haben. Bei dem Film war es halt so, als ich ihn damals gesehen habe, der hat mich zu ganz vielen Dingen inspiriert, die ich auch umgesetzt habe. Zeitmaschine bauen. Genau, die Zeitmaschine. Ne? Nein, aber es war nicht die Zeitmaschine, ich habe mit dem Gitarrespielen deswegen angefangen, wegen dem Film. Marty McFly damals als Gitarrist der Band und natürlich die legendäre Szene zum Schluss, wo Johnny B. Goode spielt, hat mich total fasziniert. Ich habe im Gitarrespielen angefangen. Ich habe angefangen, Skateboard zu fahren nach dem Film. Ja? Also da war ich jung,
Ich war aufnahmefähig und habe mich davon beeinflussen lassen. Deswegen war es für mich klar, ich brauche so eine Uhr. Ja. Das ist jetzt, ich muss gerade überlegen, in den Filmen, die ich mir früher angeguckt habe, also Eis am Stiel, Ben-Hur war doch deine Zeit. Heiße Teens heute ohne Jeans, ob da irgendwelche Uhren getragen wurden, ich glaube es gar nicht. Das mit dem Ben-Hur habe ich jetzt geflissentlich überhört, aber den habe ich mir auch sehr gerne. Ich habe direkt nach Ben-Hur habe ich mit Wagenrennen angefangen. Ja, bei uns in der Nachbarschaft. Habe immer gewonnen. Ja, zu deiner Zeit gab es halt noch keine richtigen Armbanduhren. Das ging ja erst 1904 los mit der Santos. Nein, komm. Wirf also, mal bitte was da rein. Jetzt hätte ich was rein. In die Box. Das ist schon voll, glaube ich. Mach gar keine Geräusche mehr. Oh, da kommt was zusammen. Nee, aber ich glaube, Uhren können Seele haben, ja, auch immer. Wenn sie kein mechanisches Uhrwerk immer. Haben. Bin ich bei dir. Ist es was für Sammler? Ich denke, aus Anlagegründen sind solche Uhren vielleicht nicht unbedingt optimal zum Sammeln, außer ich bin halt wirklich Fan, Cineast. Ich möchte alle Uhren aus gewissen Filmen haben oder ich möchte mich an meine Kindheit erinnern. Ich möchte alle Casio-Modelle in unterschiedlichen Ausführungen haben. Dann könnte ich mir das auch als Sammelobjekt vorstellen. Ja, geht's aber nicht gerade nochmal in die Richtung. Wenn ich mir, wie gesagt, ich bin jetzt kein G-Shock-Experte, aber ich gucke ja auch die Videos von den Kollegen. Wenn ich dann sehe, dass dann irgendwelche japanischen Samurai-Schwert Shock für Tausende von Euro angeboten werden als Sammelobjekt, geht es jetzt nicht leider auch in die Richtung, dass man sagt, aus einer reinen Toolwatch mache ich auf einmal, das pumpe ich jetzt auf einmal auch auf, so als Sammelobjekt. Und das müsst ihr euch jetzt kaufen und Hauptsache teuer, das Ding kostet dann ein paar tausend Euro. Ja. Macht das mal, dann bist du eine ganz coole Socke. Wir wollen dahin, wo Rolex ist oder wo andere Marken ist. Ist es nicht vielleicht ein bisschen so, ist das nicht schade, dass dann, oder ist da überhaupt, ist da Quarz drin in diesen Wäschern? Ja, natürlich. Das heißt, man kauft sich dann schon für 6.000, 7.000, 8.000 Euro eine Quarzuhr. Ja, das sind schon die ganz teuren Modelle. Es gibt von G-Shock. Also vielleicht treffen wir heute noch jemanden, der so blöd ist, sich für diesen Preis eine Quarzuhr zu kaufen. Also es gibt ein paar Modelle. Es gab ein Modell in Titan, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, wo ich auch kurz davor war, dass ich gesagt habe, eigentlich hätte ich sie gerne. Aber braucht man es eigentlich nicht. Wenn man auf die Punkte, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Robustheit eingeht, dann gibt es eigentlich einen Punkt, der gegen das andere spricht, nämlich die Kosten, weil alles andere habe ich schon mit einer günstigen. Ja, klar, klar. Ja, und auch das Armband, das ist ja eigentlich dafür gemacht. Und es verliert eigentlich durch, es gibt ja auch eine Stahlvariante von den G-Shock-Modellen, die kosten dann so, glaube ich, ab 500 Euro geht es da los. Ich bin da kein Experte, was es angeht, aber da muss ich auch sagen, da verliert es ja ein bisschen auch an Leichtigkeit. Ne? Das ist ja, ja klar, auch der Vorteil. Klar. Die kannst du umschneiden und ist robust. Deswegen habe ich ja gesagt, geht es da nicht auf einmal vielleicht in eine ganz andere Richtung rein, als es vorher war. Ja. Ich würde es aber auch spielen als Marke. Wenn ich sehe, dass da ein großer Bedarf ist und die Leute diese Uhren kaufen für 5.000 Euro, für 3.000, 4.000 Euro, ja, dann biete ich es halt an. Ich muss es ja nicht. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, die günstigen zu kaufen. Ich meine, wir haben ja eine sensationelle Zielgruppe für Quarz, die wir noch gar nicht angesprochen haben und die auch leider auf zumindest meinem Kanal ein bisschen wenig zuguckt. Das sind Damen, also Frauen, die jetzt zum Beispiel auch mit so einem Aquaterra-Modell in der Größe 38 oder ich glaube die Seamaster 300 bei Omega, die gibt es auch in Quarz. Eigentlich jeder große Uhrenhersteller hat ja sogar in seinem Herrensegment bei kleinen Uhren und bei Frauen fast ausschließlich, gehen die alle runter von der Mechanik und sagen, nee, komm, lass uns mal bitte was in Quarz bauen, weil halt gerade diese Sache keine typisch weibliche ist, so ein Fetisch zu haben in Stahl und mit Technik und mit sonst irgendwas. Also jetzt nicht als Handtasche oder Schuhe, sondern zu sagen, ich habe jetzt hier eine Uhr und die muss ich morgens aufziehen und fein und einstellen. Deswegen glaube ich, wird auch die Quarzuhr nie vom Markt verschwinden. Es wird immer Parallelen dazu geben. Mhm. Auch gerechtfertigt, muss allerdings auf der anderen Seite sagen, aber das ist ein Punkt mit dem Geld und mit dem Preiswert, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, weil auch immer so eine Frage, ist das dann schon nur billig oder teilweise auch schon Abzocke? Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Also zum Thema Frauen und Quarzuhren, ja. Also ich sehe das auch bei meiner Frau, der ich eine mechanische Uhr geschenkt habe und der das Innenleben aber eigentlich gar nicht wichtig war. Es geht immer bei meiner Frau ausschließlich um die Optik der Uhr. Absolut. Und sie hatte sich eine goldene Uhr gewünscht und ich habe hier eine Edelstahl
Uhr gekauft. Das war also natürlich komplett falsch, weil sie jetzt gerade auf dem Tritt ist. Ich habe mir jetzt ein paar Goldohrringe gekauft und so weiter. Also die muss nicht aus Gold sein, sie soll aber Goldfarben ausschauen. Also am besten eine Vergoldung oder eine Gold-PVD-Beschichtung oder sowas. Ne? Und sie, ich habe ihr jetzt zu Weihnachten hat sie eine Junghans bekommen. Eine Max Bill als, ich glaube, 35 mm. Mechanik? Nein, als Quarzversion. Weil ich weiß, meine Frau, die braucht das nicht mit dem Aufziehen. Da habe ich eine Quarz gekauft. Ja. Nee, ganz genau. Meine Frau blieb genau bei diesen Uhren hängen, weil die Max Bill halt wirklich vom Design, ich mag sie auch, ich liebe sie, die Chronoskop, also die große Version in mechanisch, sensationelle Uhr. Und die kleine Max Bill, so klar wie sie ist, dann als Quarz, das ist auch schon ein ordentlicher Verkaufsschlager. Und Frauen sind halt so, meine auch, die geht halt bei, ich sage jetzt mal, Uhren und bei Männern rein auf Optik. Eine perfekte Überleitung eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich zum Thema Preis. Quarzuhren sind viel günstiger. Und das war wirklich so, als ich die Max Bill gekauft habe. Die Quarzversion ist deutlich günstiger als die mechanische. Jein. Ja, wobei jetzt die Frage ist, was heißt deutlich günstiger? Das ist, ich glaube, einige Quarzmodelle, wenn ich mir das angucke, auch bei Omega, bei der AT, bei der Seamaster 300, wenn ich mir da vergleiche, ich sag mal so, wenn ich mich jetzt mit einem Uhrenhersteller unterhalte, warum ist eure Uhr teuer? Dann kommt immer als Satz, ja, weil da ja auch so eine ausgefeilte Technik drin ist. Da ist ja Grande Complication, meistens ist nur die Petite Complication, also da ist schon was drin und die Entwicklung, das müssen wir alles machen und teuer. Deswegen ist das so. Das Stahlgehäuse und das Stahlband oder das Lederband, das ist ja eigentlich überhaupt nicht das Ding. Eigenartigerweise wird dann aber eine mechanische Uhr, ein mechanisches Modell für 4.000, 4.500, 5.000 Euro verkauft und die Quarzversion für 3.800. Mhm. Und dann denke ich mir, hoppala. Auf einmal ist ja, wenn ich von einem Quarzwerk ausgehe, was wirklich nicht besonders viel kostet, vor allen Dingen auch nicht in der Entwicklung, auf einmal ist das Gehäuse und das Glas und das Band doch nochmal 3.500 Euro wert, weil das, was drin ist, vielleicht nur bei 10 Hongkong-Dollar liegt. Also das finde ich so ein bisschen problematisch. Ich glaube, da ist die ein oder andere Marke da. Erstens, Frauen gucken nicht so sehr aufs Geld, wenn sie was unbedingt haben wollen. Zweitens ist es immer noch so, und das soll in keinster Art und Weise irgendwie sexistisch rüberkommen, aber viele Uhren werden immer noch von Männern verschenkt, weil es ein Männerthema ist, die dann auch wollen, dass ihre Frau eine hat. Dann nach dem Motto, ich habe mir jetzt eine Seamaster gekauft für 5, dann kaufe ich meiner Frau eine, weil ihr die Uhr auch gefällt, bevor sie meine trägt, eine vielleicht für 3.500. Eigentlich ist diese Uhr mit dem, was drin ist und der Argumentation, die sonst da genannt wird, doch eigentlich komplett überteuert. Das kommt aufs Quarzwerk an. Auch da gibt es große, große Qualitätsunterschiede. Es gibt hervorragend gemachte Quarzwerke und eins der besten Quarzwerke ist zum Beispiel von der Marke, die damals die erste Quarzuhr auf den Markt gebracht hat und das war die Marke Seiko. Da gibt es das 9F-Kaliber, das ist ein unbestritten eins der besten Quarzwerke, zum Beispiel von der Ganggenauigkeit her bist du dort sogar bei 10 bis 15 Sekunden Gangabweichung pro Jahr. Ja. Die erste Quarzuhr von Seiko war die Astron. War Lass mich mal ganz kurz überlegen, ob es die Astron vielleicht war. Hast dich vorbereitet, oder? Endlich mal. Ich habe mich vorbereitet. Bevor wir das gemacht haben, jetzt angefangen haben zu drehen, habe ich irgendetwas nachgeguckt. Was sagte Mario? Ich habe mich schon gestern vorbereitet. Der feine Herr. Aber Dankeschön. Ja, ich hatte mich auch ein wenig vorbereitet. Jetzt aber mal meine Frage. Wirklich Angeberwissen um weitergeben. Die Astron kam auf den Markt 1969. Ganz genau. Wann? Das Datum. Mhm. Das Datum weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Man kann es sich sehr gut merken. Zu Weihnachten, 25.12., kam die Astron raus. Bist du dir sicher? Weil ich meine, die Geschichte mit Weihnachten. In deinen Worten zu sagen, ja, ich war ja damals dabei. Ich meinte, also ich habe es zumindest gelesen. Okay, ich weiß es nicht, ich weiß, dass es 1969 war, weil die Geschichte, die du erzählst, die klingt für mich fast so nach dem ersten Chronographen. Nein. Ich meine, dass der erste Chronograph kam ja von Seiko heraus und es gab ja andere Uhrenhersteller, die ebenfalls daran gearbeitet haben. Zenit war, glaube ich, der erste, der den ersten Chronographen vorgestellt hat, aber Seiko war schneller. Automatischen Chronographen. Und ich glaube, Seiko war schneller und da hatte ich den 24. Dezember im Kopf zum Weihnachtsgeschäft. Also ich habe es in Zusammenhang mit der Astron, damit wir auch wissen, von was wir reden. Hier ist immer ganz kurz im Bild gezeigt, also eine wunderbare Uhr,
die damals den Wert hatte eines Toyota Corolla. Und zwar jetzt nicht den heutigen Wert eines gebrauchten Toyota Corolla von 1969, sondern damals wirklich den Wert auch auf dem europäischen Markt, so viel wurden ja gar nicht gebaut, wirklich eines Kleinwagens. Das war schon ein richtiges Ding. Entweder gehe ich, habe eine Quarzuhr und gehe zu Fuß, was in Tokio allerdings sowieso eher sinnvoller ist, oder ich kann mir ein Auto kaufen. Das ist schon ein absoluter Hammer. Man muss sich das auch... Die Vermarktung, wie hat denn Seiko damals diese Uhr positioniert? Und zwar haben sie das Thema Ganggenauigkeit gespielt. Mhm. Also bewusst zu sagen, wir haben die bessere Technik. Wir haben die neueste Technik, die es gibt. Sie schlägt das mechanische Uhrwerk um Längen. Und das haben sie halt ausgeschlachtet. Und dann natürlich klar, dass wenn so etwas neu auf den Markt kommt, sind auch Leute bereit, solche Preise. Ja, wenn ich der First Mover bin, das erste iPhone, ja, da war man auch bereit, vielleicht viel Geld für auszugeben. Wenn man guckt, was man heute kriegt, durch Skalierungseffekte, wird das dann natürlich nach und nach immer billiger, was ja dann dazu geführt hat, dass die mechanische Uhrenbranche ja fast den Bach runtergegangen wäre in den 70er Jahren, als dann die Quarzwerke teilweise sogar hier in Deutschland noch produziert wurden. Junghans hat viel Quarz produziert, aber als dann nachher die Asiaten... Man hat komplett umgestellt, man hat komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Also die Quarzkrise war ja eigentlich der Anbeginn, jetzt mal so ein bisschen geschichtlichen Einschub, die Quarzkrise war ja so der Anbeginn von der moderneren Zeitrechnung, der Zeitmessung, sage ich mal so. Damals 1970, als es dann anfing mit Quarz, dachte ja die gesamte Schweiz, das ist die Technik der Zukunft, so ist es ja auch beworben worden, dass das wesentlich genauer, viel toller, exakter, die modernere Technik etc. etc. Und dann hat man so ganz plump gesagt, mal die alten Maschinen alle weggeschmissen und hat gesagt, wir machen jetzt Quarz, hat dann aber vergessen, dass die Schweiz noch nie, auch damals nicht, kein Billiglohnland war und dass der Asiat an sich dann irgendwann angefangen hat und hat gesagt, erstens, wir haben es erfunden, zweitens, wir können es viel besser und hat dann den europäischen Markt überschwemmt mit Quarzuhren und was dazu führte, dass am Ende der Quarzkrise bis Anfang der 80er, Anfang Mitte der 80er, von 90.000 Angestellten in der Schweizer Uhrenindustrie 60.000 ihren Job verloren haben. Also zwei Drittel ohne Job von, glaube ich, 1.600 Uhrenunternehmen in der Schweiz alleine blieben 600 übrig. Und dann letztendlich dann nochmal von einem Plastikuhrenhersteller gerettet zu werden. Durch Quarzuhren. Und mir ist selber erst gerade nochmal gewahr geworden, als ich mich nicht nur heute ein bisschen auf diese Sendung vorbereitet habe, mit Herrn Hayek, der dann über Swatch, der ist ja eigentlich als Unternehmensberater reingekommen in die Bude, im Sinne von als Finanz- und Unternehmensberater, dass er mal guckt, dass er das nochmal auf die Beine kriegt, Fusion von Schweizer Unternehmen, um das Ganze zu fusionieren. So kam er zu Uhren, so kam er dann auch zu Quarz, so kam Swatch zu seinem Namen. Und durch den Aufkauf von ganz, ganz vielen Marken, zum Beispiel auch Omega, ist ja dann ein Riesenkonzern entstanden und so ist überhaupt noch mal die Renaissance wirklich der mechanischen Uhren gekommen. Ja, weil er halt noch die Quarzuhr mit einer gewissen Peppigkeit, mit einer gewissen Moderne verbunden hat. Swatch war damals, wie beim letzten Mal, als ich hier war, auch gesprochen habe. Genau, hatte ich ja die Swatch dabei. Hattest du die Swatch dabei und es war halt hip und es war modern. Das war cool, ja. Kennst du noch diese Uhren, die man früher, diese Plastikuhren, die man an die Wände gemacht hatte? Ach, die langen Swatch-Uhren. Diese großen, langen Swatch-Uhren. Ich hatte davon mal eine. Aber als Kopie. Ich konnte mir damals die Swatch als Kind nicht leisten. Ich hatte so einen Nachbau gehabt. Aber das war so die Zeit. Ne? Ich habe mir die Swatch damals schon um den Bauch gebunden. Ich war schon immer Trendsetter. Sah sensationell aus. Es sieht heute so aus, als hätte ich sie immer noch unter der Weste, aber trägt sich nicht. Nein, diese wirklich die Wand-Swatch-Uhren. Ja. Hammer. Und da gibt es immer noch Modelle, die, glaube ich, relativ teuer sind. Also da gibt's, also wenn ihr Sammler seid, schreibt das mal. Es gab die auch mal in Gold und vergoldet. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr Swatch sammelt. Also da fehlt mir die Expertise. Ihr könnt auch Mario eure Sammlung anbieten. Also der kauft fast alles völlig überteuert auf, alles, was eine Swatch-Sammlung ist. Der ist im Moment im Quarzwahn. Macht das. Ich habe auch eine Swatch zu Hause sogar. Ich auch. Eine. Nee, ich habe mehrere. Ich habe die Moon Swatch, die hatte ich auch gezeigt gehabt. Und ich hab ein Modell, das habe ich mal... Zum Firmenjubiläum meines Arbeitgebers hat der bei Swatch eine Sonderauflage rausgebracht und die habe ich immer noch zu Hause in meiner Schublade. Nie getragen. Aber es,
ist schon extrem spannend, wenn Sie sich mal ein bisschen reingoogeln in die Thematik Quarzkrise, was das alles ausgewirkt hat, dass eigentlich nur noch in den tiefsten Tälern, auch in Glashütte, damals ja noch zu DDR-Zeiten, dass man dort dann auch auf Quarz setzte, aber immer noch Mechanik, weil es möglichst billig war und weil man dann für Kaufhaus und Kataloge dann Billiguhren gebaut hat, alle für den Westen, für den Export. Also sehr, sehr spannende Geschichte, wie da Hayek das Ganze nochmal rausgepumpt hat, um nur in Nachfolge seines Sohnes dann nachher da irgendwelche Moonswatches, aber das hatten wir ja schon ausführlich erzählt. Genau. Lass uns vielleicht mal zum Preis zurückkommen. Also sind viel günstiger. Du hattest vorhin das Beispiel gehabt, dass ein Uhrwerk ja einen Großteil des Preises einer Uhr ausmacht. Ja. Dem würde ich oft widersprechen. Dem würde ich wirklich, wenn du dir Luxusmarken anguckst, eine Uhr, die, sagen wir mal, ein Sellita SW200 eingebaut hat und kostet vielleicht 2000 Euro, dann macht der Wert des Uhrwerks 10-15% aus. Ja, auch nicht viel aus, ja. Also dieser Preisnachlass muss über andere Dinge passieren. Also die Uhr darf gar nicht so viel günstiger sein. Ne? Ich möchte ja nur, damit wollte ich nur sagen, was denn da auch für ein Erklärungssprech sehr oft von den Uhrenfirmen kommt. Die Uhr muss halt jetzt ein paar tausend Euro kosten, alleine wegen dieses ausgefallenen Werkes. Dann haben sie ein modifiziertes ETA 7750 drin und ein ETA 7750 in Elaboré, glaube ich, kann ich einzeln kaufen für 230, 240 Euro. Mhm. Und wenn ich da tausende davon kaufen könnte, was ja nicht geht, dann weiß ich ja, wie viel das ist. Das Einschalen ist nicht das große Ding und dann wird da noch ein Zifferblatt etc. etc. Ich will ja keinem zu nahe treten, aber nein, wir kaufen eine Marke. Wir kaufen immer eine Marke, wir kaufen immer ein Image. Das ist das, was wir letztendlich bezahlen und natürlich auch bei der Omega und bei der Aquaterra, weil es ist immer noch Omega, es ist immer noch die Fertigungsqualität, die dahinter steckt, das Marketing, was dahinter steckt, alle diese Dinge. Also daher ja. Aber meiner Meinung nach ist es trotzdem, man zieht die Quarz so ein bisschen preislich mit, weil man weiß, es gibt die Zielgruppe Frau oder ganz Faule. Aber hier auch als Gesamtkostenbetrachtung mal darf man natürlich nicht nur den Kaufpreis einer Uhr sehen, sondern muss auch die laufenden Kosten im Blick behalten. Und auch da ist Quarz natürlich extrem von Vorteil, gerade wenn die Uhrensammlung vielleicht ein bisschen größer wird. Doch. Also das Einzige, was du mal machen musst, ist vielleicht ein Batteriewechsel. Bei der Aquaterra hast du eine Gangreserve von 2 bis 4 Jahren im Schnitt, ich glaube bis zu 48 Monate hält die Batterie und dann zeigt es dir ja auch durch das Ticken des Zeigers, der springt dann nur alle 4 Sekunden weiter um 4 Schritte, dass du langsam dann die Batterie austauschen musst. Und die Uhr, ich weiß gar nicht, was für ein Baujahr das ist, muss Anfang der 2000er sein, schätze ich jetzt mal. Ist die Frage, wie lange hält dieses Quarzwerk, geht das irgendwann mal kaputt, aber selbst wenn, sind Quarzwerke in der Regel relativ kostengünstig wieder auszutauschen und nicht vergleichbar. Ja, werden ja komplett ausgetauscht. Oder, ja. Wobei, ich muss jetzt auch mal eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, weil du vorhin schon so ein bisschen in Erinnerungen schwolgtest. Bei mir war es so, die erste mechanische Uhr, die ich hatte, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, eine Junghansmeister von meinem Vater, die er mir gegeben hat. Ich hatte an Quarzuhren mal locker 30 oder 40 Stück in so einer Hängevitrine, weil ich die dann gesammelt habe über damals gab es ja von allen, von S. Oliver und von keine Ahnung was und vor allen Dingen Swatch. Viele tolle Uhren, die man sich gekauft hat. Und das Problem war irgendwann, dass bei 40 Uhren immer die Uhr, die ich heute anziehen wollte, weil ich meine Uhren immer schon nach Klamotten angezogen habe, keine Batterie drin war. Und in den 80er, 90er Jahren hat so ein Batteriewechsel dann schon noch 20 Mark gekostet und ich musste zum Uhrmacher gehen und habe dann meistens 2 oder 3 dieser Uhren gehabt von 40, bei denen die Batterie leer war, habe die hingelegt und kam zurück und hatte 50, 60 Mark ausgegeben, nur damit 3 Uhren, die ich gerade haben wollte, liefen. Und ich war dann schon sehr froh, als die erste mechanische Junghans kam, die hatte ich dann nämlich, das hat allerdings ein Jahr gedauert, bis ich das rausgefunden habe, da muss man keine Batterie wechseln, sondern man muss an der Seite an dem Ding drehen und dann lief das auf einmal. Und es war relativ kostengünstig. Also diese Argumentation, zumindest zu meiner Zeit, die Argumentation, dass es günstig ist. Das ist abhängig vom Preis. Ne? Also wenn du natürlich jetzt eine mechanische Uhr anguckst, in wir etwas teuren Preislagen unterwegs sind, da mag ein Batteriewechsel von 20 Euro
ein Nichts sein an laufenden Kosten. Aber ich gebe dir recht, wenn man wenig Geld ausgeben will, dann kann das dazu führen, dass es etwas teurer wird, so ein Batteriewechsel. Klar. Ich glaube, bei Batteriewechsel, je nachdem, kriegst du, glaube ich, heute unter 20 Euro auf. Ja, für 5, 6 Euro kriegt man eigentlich in jeder Klitsche, weil die kosten ja nichts mehr. Ja. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, wenn ich mir dann irgendwann eine teure mechanische Uhr angeschafft habe, also jetzt einfach mal nochmal das Klischee-Beispiel Rolex zu nehmen, und ich möchte die alle 5 oder 6 Jahre dann auch mal die Batterie wechseln lassen und dann bezahle ich für eine Revision auch so ein Tausi, lege ich dann auf den Tisch und die Uhr ist 3, 4 Monate weg. Mhm. Dafür kann ich schon sehr viele Batterien bei der Rolex wechseln. Das stimmt. Und auf lange Sicht gesehen kann also eine Quarz, oder man, wenn man das Thema Batterie vielleicht auch ausschließen möchte, es gibt ja andere Modelle, die heutzutage auch mit Solarenergie arbeiten. Genau. Ich denke da an Citizen im günstigen Bereich mit den EcoDrive-Laufwerken oder teilweise Uhren, die kinetische Energie nutzen, also dann wirklich also im Grunde genommen Akku verbaut haben und nicht die Bewegung dann aufgezogen wird. Oder wenn man ins Hochpreisige geht, und da würde ich gleich den nächsten Punkt gleich mit integrieren, Quarzuhren sind billigste Technik- und Wegwerfartikel, weil er passt auch ganz gut dazu. Du hast im Quarzsegment wirklich alles. Von sehr günstig, sehr einfach, billigste China-Ware für 1 Euro aus dem Automaten, wie ich gelernt habe, dass es sowas gibt, wusste ich gar nicht. Den muss ich mal demnächst zeigen. Ich habe hier im Herrensalon einen Quarzuhrenautomat, ohne Witz. Es ist ein Automat, ich zeige mal das nächste Mal Bilder. Es ist ein wirklicher Automat, der stand auf der Kirmes. Da kann man eine Mark reinschmeißen. Oben eine große Box, ein großes Fenster waren. Lauter sind immer noch die Originalbestückung drin, ganz, ganz viele Quarzuhren, und unten kam für eine Mark kam dann so ein kleiner Chip raus, da stand dann ein Buchstabe drauf und danach, oder Niete, und danach konnte ich mir oben eine Quarzuhr aussuchen, und ich dachte jahrhundertelang, so werden Quarzuhren geboren in diesem Automat, und die kosten alle eine Mark. Da war das noch günstig. Da war ich noch relativ jung und einfältig. Aber du hast natürlich im Quarzbereich auch von bis, du hast da ganz verschiedene Marken. Ich denke jetzt mal an Cartier mit der Tank oder, ja, ich glaube die Tank, ist für mich eine Uhr, wo ein Quarzwerk nicht auffällt. Das Quarzwerk oder die Uhr, die Cartier Tank mit dem Quarzwerk, hat auch nur 2 Zeiger. Ja. Da fehlt der Sekundenzeiger, da hat man dieses vielleicht etwas nervöse Ticken, was den einen oder anderen nicht so gut gefallen würde, hast du dort nicht. Die Uhr ist sehr flach, die Bauweise, da passt das, da hast du wirklich keine billige Technik und auch keinen Wegwerfartikel. Und wenn man mal ein bisschen weiter geht, da fällt mir natürlich auch Seiko ein. Ja. Auch die haben hochwertige Quarzuhren. Und Quarz kann ja auch die Basis sein. Oder das Schöne ist bei den Japanern, die haben ja nicht aufgehört, weiterzuentwickeln. Ja. Bei vielen europäischen Uhrenmarken habe ich manchmal das Gefühl, ja, die haben ja aufgehört. Die hören auf. Dann hieß es ja, es hat sich dann urplötzlich nicht mehr gelohnt. Ich suche gerade eine Uhr, deswegen ich höre dir schon zu. Mach das ruhig. Aber ich bin gerade eine bestimmte Uhr am Suchen, die genau zu dem Thema passt. Ja. Also was man als Alternative noch mal sehen könnte, was keine richtige Quarzuhr ist, aber doch Ähnlichkeiten hat, und zwar ist das die Springdrive-Technik von Seiko. Die habe ich nie verstanden, erklär sie mir. Weil ich bin zu wenig in diesem Thema drin, dass ich das wirklich verstanden habe. Ich kenne die Uhr von der Optik her. Ja. Sie ist optisch gesehen überhaupt nicht mein Thema, muss ich auch dazu sagen. Aber was ist die Technik, die dahinter steckt? Also das ist keine Quarzuhr, sondern es ist eine Technik, die basiert auf einer Aufzugsfeder. Das heißt, diese Uhr hat ein klassisches Federwerk. Du kannst also die Uhr ganz normal aufziehen oder durch die Bewegung Energie speichern. Und dieses Federwerk gibt die Energie an ein Räderwerk weiter. Und dann wird die Kraftübertragung erfolgt über ein spezielles System, das nennt die Trisynchro-Regler. Und das ist ein Mechanismus, der ist elektromagnetische Kraftimpulse, die Geschwindigkeit des Gleitrades und der Zeiger kontrollieren und regulieren. Also das ist so eine Mischung aus elektromagnetischer Energie, etwas Quarzartiges, aber was kein Quarz ist, aber da bin ich auch kein Experte, was es angeht, aber es kombiniert die mechanische Uhr, das Aufziehen, das Räderwerk mit modernster Technik. Okay. Und damit hast du halt dieses wunderschöne Bewegen des Sekundenzeigers, was eine, bei Grand Seiko wird es ganz oft angesetzt, der Sekundenzeiger, der bewegt sich wirklich ohne Ruck, ohne Widerstand, in ganz gleichmäßigen Bewegungen über das Zifferblatt. Also gleitet wirklich darüber, sieht wirklich richtig toll aus. Und das ist so eine Mischung an Mechanik, modernster Technik und für mich der nächste Schritt in die richtige Richtung.
Aber das ist jetzt, dir ist schon klar, dass du vorhin erzählt hast, wenn es morgens schnell gehen muss, mal schnell eine Quarzuhr an. Aber jetzt setzt du dich hin und guckst dann so 2 Stunden dem gleitenden Sekundenzeiger zu. Gangreserve ist schon. Gangreserve, glaube ich, auch 72 Stunden oder sowas. Nein, ich mache das nur ab und zu mal. Ne? Wenn es mal schnell gehen muss, dann greife ich gerne mal zu so einer Uhr, zu einer Quarzuhr. Aber sonst wirst du mich im normalen Leben auch, glaube ich, zu 95% mit klassischen mechanischen Uhren erleben. Ich hatte, was ich jetzt gerade nachgeguckt habe, eine Uhr, die mich seit Jahren richtig fasziniert hat, ist die Bulgari Rectangolo, eine rechteckige Uhr, die ich immer extrem faszinierend fand. Können Sie mal googeln. Aber dann urplötzlich gemerkt habe, zum ersten Mal, als ich gedacht habe, Mensch, die kaufe ich mir, die gab es damals wirklich nur als Quarz. Eine ausgewachsene, fette Herrenuhr, die einige Tausende von Euro gekostet hat, aber nur als Quarzuhr. Ich habe gedacht, wer macht sowas? Was soll der Quatsch? Warum ist dem so? Aber es wird ja letztendlich auch einen Grund haben, dass dem so ist. Also Quarz immer nur billig. Ich meine, komm mal langsam in die Schiene, wo ich dann mal sage, was ich am Handgelenk habe oder Wertverlust, alles, was damit zu tun hat. Das wäre der letzte Punkt eigentlich, Wertstabilität. Ne? Wertstabilität, ja. Sag du was dazu, dann zeige ich was dazu. Also das Thema Wertstabilität fällt mir dazu gerade Cartier ein, die Quarzuhren herstellen in der Tank. Wenn man sich da die Wertstabilität anguckt, ist die ausgesprochen gut. Also es heißt nicht, dass wenn man eine Quarzuhr hat, dass die auf jeden Fall nichts mehr wert ist. Oder auch hier das beste Beispiel, klar, die Omega. Vor 10 Jahren hätte man die ungefähr für die Hälfte des Preises kriegen können, als das, was sie heute wert ist. Also es ist ein Irrglaube zu sagen, Quarzuhren sind nicht wertstabil. Ja. Also sowas natürlich nicht. Ne? Also das ist dann. Ich zeige jetzt nur mal gerade die Uhr, die ich vorhin angesprochen habe. Da gehe ich jetzt mal hier auf die 4. Das ist damit gemeint. Das ist die Bulgari. Hm. Eine wirklich tolle Uhr. Ich glaube, ich habe sie hier noch irgendwo. Die hat mir mal jemand als Fake mitgebracht, weil ich immer davon geschwärmt habe, die müsste irgendwo rumliegen. Also wirklich eine sensationelle Uhr. Sehr schwer, sehr massiv, sehr, sehr wertig, aber letztendlich auch hier nur mit Quarzwerk. Und das hier ist, was man jetzt gerade sieht, auch schon ein älteres Geschoss. Also die ist nicht neu und trotzdem immer noch 2250 Euro, die da aufgerufen werden. Das ist schon ein Haufen Holz für eine ganze Menge Stahl letztendlich. Also da gibt es auch Uhren, die in der Wertstabilität. Und nochmal zu sagen, wenn ich mir eine Uhr kaufe für 120, 150 Euro, dann muss ich nicht über Wertstabilität reden. Wenn ich die dann nach 5 Jahren, immer 6, 7, 8 Jahren immer noch für 50 Euro verkaufen kann, wo kriege ich das heute? Bei den allermeisten Uhren, und wir reden ja nicht nur über die großen 3-Marken, bei den allermeisten Uhren, bei einer Maurice Lacroix, da ist eine wunderschöne Technik drin, aber sobald ich die mit 40% Rabatt beim Juwelier gekauft habe und gehe raus, habe ich schon nochmal 20% Wertverlust leider dazu. Dann ist der Wertverlust also bei bestimmten Quarzuhren sehr, sehr, sehr gering und eine sehr, sehr gute Investition letztendlich. Zum Thema Wertverlust, das ist ja der letzte Punkt auf der Liste. Ne? Uhren, Quarzuhren sind nicht wertstabil. Jetzt lüfte doch endlich mal, was du am Handgelenk hast. Ich lüfte mal, was ich am Handgelenk habe. Ich muss mal ganz kurz noch mal. Vielleicht ein Punkt, den wir nicht diskutiert haben. Du kannst mal ein bisschen weitersuchen. Das Thema Nachhaltigkeit. Ja, ja. Das könnte man natürlich nur mal diskutieren, weil wie nachhaltig ist das, eine Uhr zu kaufen, die vielleicht aus Plastik besteht, wo ich immer wieder eine Batterie einsetzen kann? Da habe ich natürlich bei einer mechanischen Uhr den Vorteil, die wird einmal gebaut, kostet zwar mich die Revision regelmäßig, alle 10 Jahre vielleicht oder vielleicht auch kürzer, je nachdem, wie oft man seine Uhr auch bewegt und einsetzt, aber vom Materialeinsatz, eine richtige mechanische Uhr kann an die nächste Generation übertragen werden, genau, wenn man sie pfleglich behandelt. Genau. Ja, das ist vielleicht ein Kritikpunkt bei der einen oder anderen. Ja, bei einem Luxusgut immer mit der Thematik Nachhaltigkeit zu kommen, ist sowieso ein bisschen problematisch. Da laufen wir ein bisschen rein. Aber zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe hier eine Uhr, ganz viele werden es gesehen haben. Zufälligerweise, wirklich witzigerweise, bin ich gestern in den Besitz von 2 wunderbaren Quarzuhren gekommen. Hätte mir jemand gesagt, morgen kaufen Sie 2 Quarzuhren, hätte ich gesagt, jo, alles klar, was trinken Sie so? Aber das ist, um das Geheimnis zu lüften, ich gehe hier mal wirklich groß drauf. Ja, auch Rolex hat Quarz gebaut, und zwar mehr als eine. Das ist eine Rolex Datejust Oyster Quarz, und zwar das hier ist die Referenz 17.000 in Blau. Darin, und wenn man sich das anguckt, wirklich die Verarbeitung, und Mario hat sie vorhin auch in Händen gehalten, da ist alles messerscharf. Die Uhren kamen, glaube ich, 1977 zum ersten Mal auf den Markt. Ganz selten eine Uhr in so einem Zustand. Dieser Zustand ist wirklich New Old Stock.
Der Zustand ist ein absoluter Hammer. Und ohne, dass ich jetzt hier über Wertstabilität oder Wertentwicklung reden will, das ist nicht das Thema. Aber die Uhr kostet jetzt doch ein ganz klein bisschen mehr, als sie damals letztendlich gekostet hat. Und vor allen Dingen ist sie es auch wert. Und wenn ich nicht nur die sehe, da drin schlägt das Kaliber, da muss ich jetzt nachgucken, 50-35, auch in der nächsten Uhr, die ich Ihnen jetzt gleich zeige. Und das gilt mit als das Beste, was an Quarzwerk eigentlich jemals gebaut wurde. Ich habe hier auch ein Foto schnell mal aus dem Netz rausgezogen. Da sieht man es auch ein bisschen. Das ist so eine Halbmechanik. Also das heißt, es ist eigentlich ein mechanisches, für alle Freaks, bitte mir das jetzt nicht krumm nehmen, ein mechanisches Uhrwerk, was halt nur durch ein Quarz befeuert wird und sozusagen angeregt wird, dass das Ganze läuft. Das ist schon eine wunderbare Geschichte. Und wenn man dann auch diese Uhr, die Uhr hat 36 mm, wiegt aber so viel wie wirklich auch meine Submariner, die ich habe, die fünfstellige Referenz, wiegt also wirklich genauso viel. Da ist schon richtig was, um es nochmal zu zeigen, auch bei der Dicke, da ist schon richtig was am Handgelenk. Und das macht auch gerade bei diesem Blatt, also bei der Farbe, bei dem Sonnenschliff, den wir hier haben, das kommt natürlich alles nicht so rüber, wie man das jetzt so im wahren Leben sieht. Das ist schon richtig klasse und da kommt eine zweite ins Spiel. Das ist die zweite Uhr, die dazugekommen ist. Auch eine Oyster Quarz und zwar ist das die Referenz 17013. Die Rolex-Freunde wissen, dass die 13 heißt immer Bicolor. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Das ist schon richtig fantastisch. Wenn ich mir die Goldlünette angucke, die messerscharf ist immer noch, jede einzelne Kante. Das integrierte Band. Schließe. Das ist schon, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, vom Allerfeinsten. Quarz ist nicht mein Thema. Aber Bicolor ist nicht mein Thema, aber bei der... Bei der Uhr bin ich am Überlegen, was ich damit mache. Ob das nicht vielleicht meine kleine, feine Vintage-Sammlung dann doch nochmal... Ich muss ganz klar sagen, natürlich habe ich die Uhren für einen Shop angekauft, weil an sowas kommt man nicht dran und in diesem Zustand. Ich habe die wirklich von einem ganz, ganz, ganz lieben Sammler. Nein, ich verkaufe sie denn nicht, ich verschenke auch nichts. Aber das musst du dir echt gut überlegen, diese Uhr zu verkaufen. In so einem tadellosen Zustand. Wir machen jetzt Werbung. Ich hoffe nicht, dass er es verkauft. Also jetzt mal, das ist meine persönliche Meinung. Ich mag diese Optik und die ist wirklich, Hammer, wirklich toll. Also die würde ich behalten. Ja. Die würde ich nicht verkaufen. Das Tolle dabei ist jetzt, die Hälfte aller Menschen schreiben jetzt drunter, verkaufen, verkaufen, ich nehme sie. So, ich will hier auch überhaupt nicht über Preise reden oder sonst was. Erzähl doch was über Geschichte. Über die Geschichte der Uhr. Ach so, die Geschichte der Uhr. Nee, auf was willst du genau hinaus? Du hast mich doch vorhin nach dem Datum gefragt. Er hat nochmal so ein Grinsen im Gesicht, so nach dem Motto, ich frage den Strom jetzt was er nicht weiß und dann kann ich nochmal glänzen. Er hat mich doch gerade nach dem Datum gefragt. Mario, diesen geschichtlichen Teil, den wollte ich dir überlassen, weil ich weiß, du hast dich ja gestern drauf vorbereitet. Diese Uhr wurde getragen von Reinhold Messner. Nein, diese Uhr wurde vorhin getragen von mir. Nicht so, diese, sondern eine gleiche Uhr. Nicht dieselbe, sondern die gleiche Uhr wurde getragen. Beweis folgt hier mit dieser Anzeige, denn Rolex hat damals genau damit und mit Reinhold Messner, Reinhold Messner ist der Erfinder des Tees, ne? Genau, der hat nämlich bei der Besteigung des Mount Everest, wann war das? Das war im Jahr 8125, ne, das ist die Höhe. 1978, welches Datum? Hätte ich es mal, Weihnachten, bestimmt nein. Weihnachten, 25. Das weiß ich jetzt mal ein bisschen, das ist mal ein bisschen Allgemeinbildung. 8. Mai 1978. Ist das dein Geburtsdatum? Nein. Woher weißt du das? Von dem Teleprompter, der hier steht und von dem du alles abliest? Der 8. Mai hat was mit Geburtstagen zu tun, aber nicht mit meinem. Ja. Ich habe da eine kleine Eselsbrücke, die ich mir zusammengebaut habe, weil ich bin auch begeisterter, ich bin gerne in den Bergen unterwegs, kein Bergsteiger, aber ich bin dort gerne unterwegs und ich finde es faszinierend, was Menschen geschafft haben, wie Reinhold Messner, der seit die 8000er ohne Sauerstoff bestiegen hat, das war ja das Besondere. Ne? Er war ohne Sauerstoff unterwegs und hatte diese Uhr am Handgelenk. Da gibt es wirklich auch Fotos, wo das er Modell sie trägt. Das Modell mit dieser Uhr. Ja, sensationell. Das gleiche Modell. Ne? Ja.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so eine Uhr mit dem integrierten Stahlband, das ist sehr viel Stahl auf der Haut und da oben sind ja nur auch keine 18 Grad plus, sondern da ist ja schon richtig kalt. Wie muss das Aua machen an der Haut, wenn ich so eine Uhr trage oder trägt er die drüber? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt die Bilder, die ich gesehen habe, da hat er sie am Handgelenk. Ja, aber ich glaube, das war dann vielleicht noch im Basecamp. Ja, oder das so, war im aber Basecamp, ich glaube nicht, dass er das, also entweder hat er die, also eigentlich musst du die ja über dem Anzug tragen. Weil das kann ja nicht sein, dass er irgendwie die Jacke hochmachen muss, um zu gucken, wie spät es ist. Sondern es dann muss ja fällt wie die Hand ab. Wie beim Astronaut, schätze ich mal, muss das eigentlich drüber gezogen haben. Ganz ehrlich, die Uhr war doch nie dafür gebaut, dass sie in dieser Größe, da ist jetzt noch ein Glied, was rausgenommen wurde und das kann man noch ein bisschen erweitern. Ich weiß es nicht. Es ist ja keine, die hat ja keine Tauchverlängerung oder eine Mount Everest-Verlängerung. Vielleicht hat er einen NATO-Strap gehabt oder sowas, aber es war ein Stahlarmband, glaube ich, auf dem Foto zu keine sehen. Keine Ahnung, ob man da was gemacht hat, extra für ihn. Wir müssen immer fragen. Ich muss Reinhold mal anrufen. Lass uns zum Telefon greifen und sagen, Reini, du alter Bergfex, wie war das damals? Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, als wie Product Placement funktioniert. Genau, ne? Als die zwei Yeti sagten, als sie Reinhard Messner sahen, guck mal, es gibt ihn wirklich. Messner heißt er, mit S, Messner ohne M. Nicht das Messner. Ist der mit dem T. Wir machen nachher noch die Messner. Schulung. Nee, aber wirklich die Höhe ausgehalten, 8800 Meter bei den Temperaturen. Ich bin fasziniert von der Uhr, der lässt ja nicht los. Ich muss nachher nachts her. Aber ist schon Hammer. Du darfst sie auch mal anziehen. Möchtest du sie mal anziehen? Ich würde sie gerne mal anlegen, ja. Wirklich. Darfst du aber nicht. Also gerade in der Farbkombination. Bicolor wäre nicht meins. Nee, aber das Blau ist Hammer. Wow. Oh, die Größe ist perfekt. 36. Wirkt aber, naja, sie wirkt eigentlich nicht größer, weil die goldene Regel heißt ja, mach ein schmales Armband an eine kleine Uhr, dann wirkt die Uhr größer. Aber dadurch, dass halt extrem viel Stahl ist, wirkt die Uhr inklusive Stahlarmband halt extrem präsent am Handgelenk. Die Uhr selbst wirkt relativ klein, aber das, was man am Handgelenk hat, ist sehr, sehr präsent. Sieht schon richtig gut aus. Tapert runter auf 16, ne? Ist bestimmt maximal 16 mm. Ja, maximal. Also das ist wirklich toll. Also da hast du wirklich einen tollen Kauf gemacht. Glückwunsch. Wie so häufig. Hm. Nee, ich weiß nicht, was ich damit meine. Ich muss gucken. Überleg's dir. Ich überlege es mir. Aber das dazu. Und wenn man jetzt denkt, ja, es gab damals nicht nur diese beiden Modelle, sondern ich habe hier auch, das ist ein kleiner Ausschnitt des Kataloges damals von Rolex, ich glaube von 89. Und wenn man sieht, welche Modellvielfalt, also wirklich von der Datejust, der Day-Date in Gold rechts oben mit Brillanten, alles in derselben Größe. Also das ist schon, da hat man schon wirklich komplett drauf gesetzt, dass das auch funktioniert. Die Bänder waren super gemacht. Man hat die gesamte Rolex, das gesamte Rolex-Know-how auch in diese Uhr gesteckt. Nicht im Sinne von, das ist mal so ein kleines Nebenprodukt. Wir machen hier eine kleine Nebenlinie, wie ich immer so den Eindruck habe, die Damenmodelle so mit 26, 24 Jahren laufen mit ein paar Brillis drauf, dann wird das schon verkauft. Und ansonsten machen wir nur die großen Sportis und die wirklich großen Kracher. Sondern damals hat man wirklich voll und ganz drauf gesetzt und hat gesagt, wir würden das gerne machen. Ich glaube, die war auch bis in die 2000er, Anfang der 2000er, haben die auch 2001 oder so irgendwas, ich weiß nicht genau, haben die auch diese Quarzmodelle gebaut. Und zwischenzeitlich wirklich gerade auch in diesem Zustand, aber generell sehr, sehr begehrte Sammlerobjekte. Weil es ist halt auch so ein großes Aha-Moment, wenn man da irgendwo sitzt und sagt, ja, es ist eine Rolex, aber Quarz. Hm. Als ich vorhin sagte, vor ungefähr gefühlt zwei Stunden, dass ich in meine Rolex da eine Batterie reinmache, da haben wahrscheinlich einige nochmal die Augen getreten. Na, Riesengag, warum schmeißt er kein Geld rein? Es gibt Rolex mit Batterie. Und zwar richtig, richtig tolle. Nur das dazu und auch zum Thema Werterhalt, aber hat nichts generell mit Quarzuhren zu tun und hat auch wie Rolex AP und Patek nichts generell mit Wertsteigerung von allen Uhren zu tun, die in den meisten Fällen keine haben. Bei mir war das ein Prozess. Es gab eine Phase, wo mir eigentlich das Uhrwerk egal war, ganz am Anfang, bis man sich dann angefangen hat, mehr mit Uhren zu beschäftigen. Dann war ich auf der Schiene, doch eher ausschließlich mechanische Uhren zu kaufen und am besten auch Manufakturwerke. Da habe ich meine Meinung auch ein bisschen geändert. Heute sage ich, es gibt auch ganz tolle
Standardwerke von ETA, von Selita, die auch viele Vorteile absolut, haben in Erwartungen, in Preisen und so weiter. Und jetzt ist es sogar so, dass ich sage, Quarz erfreut mein Herz genauso. Also ich bin da offen für alles. Und ich denke, das kann man auch fast so als Fazit ziehen. Es gibt gute Gründe dafür, es gibt gute Gründe dagegen. Wir haben uns heute sehr gut vertragen zu dem Thema. Man muss sich darüber nicht streiten. Und deswegen bitte möchte ich ein bisschen appellieren für einfach ein bisschen Offenheit dem anderen Lager gegenüber. Toleranz. Ja, Toleranz. Ja. Das ist es, ja. Wir müssen mal Quarz gendern, glaube ich. Wir müssen der Quarz, die Quarzin, wir müssen da mal ein bisschen toleranter sein mit all dem, was da ist. Wir müssen ein bisschen mehr Quarz denken. Ja, ja, genau. Aber schön, dass wir heute mal drüber gesprochen haben. Ziemlich lange. Wir haben 1 Stunde und 3 Minuten. Wir sind diesmal über unsere magische Stundengrenze gekommen. Hast du noch was? Habe ich noch was? Nein, wir haben alle Punkte abgearbeitet. Irgendein Wissen zum... Nee, ich habe so ziemlich alles, wie ich mich vorbereitet habe. Wir haben natürlich nur einige Sachen heute gestriffen und nicht in der Tiefe beantwortet. Ne? Aber wir sind ja auch keine Technikexperten. Nö. Ja. Wollen wir gar nicht sein. Wir sind einfach Experte für guten Geschmack und ein sehr, sehr nettes und unterhaltsames Plaudern. Lieber Mario... Ich bedanke mich schon mal vorab. Du hast dann wie immer das letzte Wort. Dann winke ich in die Kamera, wir beide, und dann ist Schluss. Wissen wir eigentlich schon, das nächste Mal sind wir wieder bei dir. Aber wir haben noch kein Thema. Also du bist gekommen, irgendwas zum Thema Gartenbau oder können Männer auch Röcke tragen? Ich weiß es nicht mehr. Sollen wir bei Uhren bleiben? Wir können was über Marketing machen. Dann bin ich raus. Also da bin ich raus. Kannst du gerne was alleine machen, aber das ist nicht mein Thema. Na, vielleicht fällt uns noch was ein. Nein. Ich habe noch kein Thema, was wir besprechen können, aber ich denke mal drüber nach. Gartenbau nehme ich mal mit auf. Ja? Aber wir kriegen ja ab und zu wirklich von unseren Zuschauern Themen reingereicht. Bitte dran denken, eigentlich die Sendung heißt nicht nur eigentlich, sondern sie heißt so 5:2. 5 Thesen, 2 Meinungen und niemand hat recht. Also jetzt nicht einfach so ein Ja-Nein-Thema, findet ihr das oder das toll, sondern etwas, wo es wirklich auch ein bisschen breiter zu diskutieren gibt, ruhig uns reingeben als Vorschlag. Vielleicht greifen wir es auf. Du musst dich dann halt schon noch mal ein bisschen in ein Thema reinlesen. Das mache ich ja immer. Ja, ich weiß halt anders bei vielen Sachen schon, schon überhaupt nicht von vornherein Bescheid. Aber du warst heute erstaunlich gut, Kompliment, erstaunlich gut vorbereitet. Ich habe von deinem Zettel abgelesen. Mit den Uhren und so weiter, extra die zu kaufen. Mache ich doch alles für den Erfolg dieses Kanals. So, das war es von meiner Seite aus. Du hast das letzte Wort. Amen. Danke für die Einladung. Dem schließe ich mich an. Auch für alle Nicht-Katholiken sage ich einfach ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal in dieser Runde in 4 oder 5 Wochen. Sie sehen uns beide, jeden Einzelnen auf seinem Kanal wieder. Einfach bei ihm reingucken, Mario Lenke. Oder auf meinem Kanal, wenn Sie ihn denn finden, irgendwo auf YouTube. Oder ein Abo da lassen. Ja, kann sein. Mich hat mal jemand angerufen und hat nach meiner Telefonnummer gefragt. Ohne Scheiß. Solche Leute kenne ich. Ich komme zwar nicht aus dem Marketing, aber es ist wirklich schon schön. Der war wahrscheinlich aus der Uhrenbranche. Ich habe keine Ahnung. Wir bedanken uns ganz herzlich mit den, wie immer, ganz lieben Worten. Immer dran denken. Bessere Zeiten beginnen manchmal auch wirklich mit Uhren, die mit Quarz betrieben werden. Bis dahin und bis demnächst. Ciao. Ciao.